Herzlich willkommen zurück bei Kiez Konkret, liebe Zuschauer. Bei mir steht jetzt Stefan Erfurt, der ist Direktor vom CO Berlin. Herr Erfurt, was ist das für ein Gefühl, jetzt hier im Amerika-Haus zu stehen? Also für mich ist der morgige Tag und auch heute schon eine Erfüllung meines Lebenstraumes. Ich bin als Fotograf von 1989 bis 1999 15 Jahre lang um die Welt gefahren, habe für das Magazin fotografiert, immer alleine, immer ohne Assistent und habe dabei wunderbare, inspirierende Menschen kennengelernt. Aber die habe ich immer wieder verloren, weil man ist sich begegnet auf einem großen Ozean wie zwei Schiffe und dann hat man sich kurz angemorst und dann waren sie wieder weg. Und in der Zeit ist mein Lebenstraum entstanden, irgendwann mal mitzuhelfen, ein Haus zu errichten in einer großen Stadt, um alle diese Menschen einladen zu können, ihnen begegnen zu können, um mit ihnen Bilder anzuschauen, über Bilder zu diskutieren und das eben auf lange Sicht. Und wir haben im Amerika-Haus zum ersten Mal Planungssicherheit für über 21 Jahre. Das hatten wir nie. Wir mussten alle unsere Ideen immer wie in einem Schatzkästlein behalten, weil wir nie wussten, sind wir im Postvoramt noch ein halbes Jahr, noch ein Dreivierteljahr. Und jetzt endlich wissen wir, 21 Jahre, aber unter uns hier im Fernsehen sage ich, wir gehen hier nie wieder raus, weil es ist ein idealer Standort mit der Helmut-Newton-Stiftung und dem Museum für Fotografie in direkter Nähe. Der Senat hat innerhalb von 4 Wochen uns Bescheid gegeben, dass sie für uns eine Fußgängerüberquerung der Hardenbergstraße anlegen werden. Und alles zusammen ist es ein wunderbarer Moment. Sie sind ja vom Osten jetzt in den Westen gegangen, das ausgerechnet jetzt in diesem Jahr, 25 Jahre Mauerfall. Ist das für Sie auch ein besonderer Schritt gewesen? Das hat eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt, weil als wir im Postvoramt waren, also im Osten, hatten wir auch immer unheimlich viele Besucher aus dem Westen, die sich meistens geärgert haben, dass sie irgendwie keine Parkplätze bekamen oder so weiter und so weiter. Aber ich glaube, wenn man die guten Inhalte und gutes Begleitprogramm macht, wird man auch wieder genauso viele Leute oder Freunde von uns aus dem Osten bekommen. Ich glaube, wir ziehen nicht nur aus dem Osten und Westen, auch vom Norden und Süden und aus der ganzen Welt unheimlich viele Besucher an durch unser Programm. Sie haben gesagt, das Amerika-Haus war erst die Liebe auf den zweiten Blick. Was hat denn beim ersten Blick gestört? Die Gegend hier um den Bahnhof Zoo hat einen, sage ich mal, rauen Charme. Das Amerika-Haus war umzäunt, es gab ein Gebüsch davor, es waren Rollläden, alle Fenster waren schwer vergittert. Als wir es betreten haben zum ersten Mal, lag überall vergilbter Teppichfußboden oder Noppenfußboden. Überall waren Rehgipseinbauten und man sah eigentlich überhaupt nichts von diesem schönen Open Space, der es jetzt wieder ist. Und man musste viel Fantasie haben, um sich vorzustellen, dass es einmal wieder so schön wird, wie es heute ist. Sie sprechen vom Open Space. Das Amerika-Haus war damals so angelegt, hat das auch erfüllt in den 50er Jahren und Anfang der 60er. Dann wurde es aber eher zu einem geschlossenen Ort. Sie wollen anknüpfen an den Spirit des geöffneten Ortes, geöffnet für ein großes Kulturpublikum. Das heißt, was kann der Besucher hier alles bekommen? Alles. Der Besucher ist unsere wichtigste Stütze. Also die Besucher haben uns getragen über die ganzen Jahre. Und wir sind zuerst mal froh und glücklich, dass wir jetzt ein Café, Restaurant, Bar haben, was betrieben wird von dem, der auch Nolas am Weinberg macht. Also einen wirklich kompetenten Mann, ein Schweizer. Morgens ab 9 Uhr bekommt man bei uns Kaffee, frische Orangensäfte, Bircher Müsli. Wir hatten nie sowas. Und ich glaube, man kann heute nur ein gesellschaftliches Zentrum werden, wenn man so etwas anbietet. Denn wenn wir Tagungen haben oder Symposien, dann gehen irgendwann die Leute, weil sie Hunger oder Durst haben und kommen nicht wieder. Also wir sind sehr froh und das ist eine ganz tolle Ergänzung jetzt, dass wir unser eigenes Café im Haus haben. Dann haben wir Do You Read Me, ein ganz toller Magazinladen aus Mitte, aus Auguststraße, mit hier reingeholt. Also man bekommt hier die Magazine auch von Do You Read Me. Und wir haben einen Bookshop, den wir selber führen, den wir selber bestücken und auch selber dafür Dinge auswählen. Und der ist klein, aber intensiv und die geringe Auswahl hat was ganz Gutes, weil man wird nicht erschlagen. Weiterhin hat man dann immer mehrere Ausstellungen und man kann sich überlegen, in welche Ausstellung man gehen möchte. Bis 18 ist der Eintritt frei. Das ist uns auch ganz wichtig. Das haben wir noch vor den staatlichen Museen so entschieden, weil wir fest daran glauben, wenn wir Kinder und junge Menschen nicht in das Museum jetzt bekommen, dass sie nicht das Gefühl des Haptischen, des Anfassbaren bekommen, dann werden die Museen später mal unheimlich viel Probleme haben, überhaupt noch Besucher zu erreichen. Und deswegen wollen wir damit ganz früh anfangen.
Herr Apfurth, Sie haben in Ihrer Rede darüber gesprochen, dass es eine unheimlich lange Durststrecke war, die Sie da ja überwinden mussten. Und ich weiß, man redet nicht gerne über Geld. Trotzdem würde mich das mal interessieren, wie haben Sie das eigentlich überhaupt finanziell geschafft, bis hier jetzt durchzuhalten? Das ist eine ganz lange Geschichte. Da stand das Projekt auch immer auf Messerschneide. Ich habe 15 Jahre für die FAZ fotografiert und meine Hausbank hat gesagt, ja, der kann ja nicht so wahnsinnig sein, dass wir ihm einen Kredit geben und er scheitert. Also hat die Bank mir einen Kredit gegeben. Dieser Kredit musste nochmal erhöht werden. Ich habe immer Blumensträuße gezückt und entfaltet, weil ich immer gesagt habe, irgendwann kommt die große Ausstellung. Und wir haben praktisch gestartet mit dem Kredit und jedes Jahr brauchten wir aber immer noch ein bisschen mehr. Und im Jahre 2008 hatten wir endlich einen ausgeglichenen Haushalt. Also wir hatten genauso viel Einnahmen über unsere Besucher und so weiter, wie wir Ausgaben hatten. Nur dann kam leider die Lehman Brothers Pleite. Und ich bekam im Herbst einen Anruf von der Bank, dass sie das ganze Geld zurückhaben wollte auf einen Schlag. 380.000 Euro. Aber in meiner Leidenschaft für das Projekt habe ich dann 15 Menschen gefragt, 15 Freunde, 15 Berliner Leute, gib mir einen Kredit über 20.000 Euro, ich hafte dafür, ich zahle euch das innerhalb von 10 Jahren zurück und ich verzinse euch das mit junger Fotografie aus dem Talenteprogramm. Und diese 15 Verrückten habe ich auch gefunden, die haben mir das Geld gegeben und mit diesem Geld wurde das Haus getragen bis Februar 2009. Und 2009 passierte Folgendes, die Scouts von Annie Leibovitz waren in der Stadt und haben sich entschieden, diese große Retrospektive zu uns zu geben, nicht in den Gropiusbau, nicht woanders hin, sondern zu CO Berlin ins Postvoramt. Und plötzlich hatten wir 1200 Besucher jeden Tag, 2,5 Monate lang, 7 Tage die Woche. Und dann bekam ich wieder einen Anruf von meinem Bankdirektor und er sagte, Herr Erfurth, ich fasse es nicht, ich stehe auf von meinem Schreibtisch, nehme den Hut ab, aber Ihre Konten sind ausgeglichen. Und diese Ausstellung war dann unser Retter, also in der größten Krise, die es damals gab, die größte wirtschaftliche Krise, hatten wir praktisch unseren größten wirtschaftlichen Erfolg. Danach kam Peter Lindbergh mit 90.000 Besuchern, Gregory Crutzen und Sibylle Bergemann mit 50.000. Und so passierte es, dass Ende 2012 CO Berlin vollkommen entschuldet war und alle Darlehen zurückzahlen konnte. Das heißt, Sie brauchen aber schon auch Stars, um überleben zu können als private Galerie. Wir sind keine Galerie, wir sind ein Ausstellungshaus. Das mache ich immer sehr deutlich, weil wir nicht verkaufen. Das macht das Leben noch ein bisschen schwieriger. Für uns ist es das Vermitteln. Wir brauchen immer eine große oder zwei große Ausstellungen im Jahr, weil wir sagen, diese großen Ausstellungen finanzieren die kleinen, die Unbekannten, die Talenteposition mit. Das ist einfach realistisch. Eine große Ausstellung und gleichzeitig zeigt man dann, wie wir damals bei Peter Lindbergh haben wir Fred Herzog gezeigt, seine erste Ausstellung in Deutschland. Er ist da schon ziemlich alt gewesen, aber ist jetzt sehr berühmt geworden. Und das war so eine geniale Verbindung. Peter Lindbergh hat die Besucher gezogen und Fred Herzog haben wir bekannt gemacht. Herr Erfurth, Sie haben geschildert, wie schwierig es war, auch hier mit den Behörden klarzukommen. Ihnen wurden unheimlich viele Steine in den Weg gelegt und dann kamen zwei Personen, nämlich André Schmitz und Klaus Wowereit, und die haben Ihnen geholfen und Ihnen dieses Amerika-Haus schmackhaft gemacht. Genau diese beiden Herren verlassen jetzt aber die Berliner Kulturszene. Der eine ist schon weg, der andere wird am 11. Dezember den Stab abgeben. Haben Sie Sorge vor dem, was dann kommt? Überhaupt nicht. Zum Beispiel als Beispiel Tim Renner. Ist mein, ich kann sagen, mein guter Bekannter. Wir haben eigentlich zusammen ja schon Crowdfunding gemacht, bevor es das überhaupt gab. Wir haben damals zusammen die Verträge erarbeitet, die ich mit diesen weißen Rittern, diesen Gönnern, also diesen Gebern von den 20.000 Euro, denen vorgelegt habe. Und ich mache mir da überhaupt keine, ich habe überhaupt keine Bedenken. Ich gehe auf alle offen zu und zeige ihnen, was wir machen. Und schließlich ist es so, dass wir auch ein unheimlicher Mehrwert sind für die Stadt. Kultur kostet nicht nur Geld, sondern Kultur bringt auch Geld. Und die Investitionsbank Berlin hat ausgerechnet, dass wir im letzten Jahr, als wir ungefähr 180.000 Besucher hatten, ungefähr 6,8 Millionen Euro im Bezirk Mitte gelassen haben. Also unsere Besucher haben 6,8 Millionen Euro übers Jahr im Bezirk Mitte eben dagelassen. Und insofern konnte ich das nie verstehen, warum der Bezirk Mitte sich so harsch gegenüber uns verhalten hat. Und im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist das komplett anders. Der Herr Naumann ist sofort auf mich zugekommen und wir haben hier eine wunderbare Zusammenarbeit. Herr Erfurth, ich wünsche Ihnen viel, viel Glück, viel Erfolg und kann nur bewundern, wie Sie da durchgegangen sind durch diese Zeit. Danke für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Ja, und liebe Zuschauer, mit 4 Ausstellungen eröffnet CO Berlin hier im Amerika-Haus. Wie diese Ausstellungen genau aussehen, was sie bewirken sollen und wofür sie stehen, das fragen wir jetzt. Also bleiben Sie dran bei Kiez Konkret.